Hallöchen, hier ist Miri. Und hier ist Fred. Und es geht los mit unserem nächsten Let's Play Together. Movistar Planet. Und wir haben wieder ganz, ganz viele tolle Fanpost bekommen. Die haben wir auch für euch geöffnet in dem letzten Let's Show, was ihr hoffentlich auch gesehen habt. Und werden doch jetzt einfach auch mal schauen, wen wir da beglücken können. Ich glaube, Niki auseinandergeschrieben, Minaj auseinander. Ja. Hier, das ist sie. Das ist sie wahrscheinlich. Oder sie wünscht sich ein Wunschlistengeschenk. Hat uns auch was geschrieben, sehr, sehr nett. Und dann schau mal. Ich schenke das Kleid, was ich davor anhatte. Das hattest du an? Ja, das hatte ich davor. Oh, schick sieht das aus. Aber ich habe jetzt meinen neuen Orange-Look. Ja, the annoying Orange-Look, sehr geil. Ja. Okay, ja, super, oder? Was hat sie noch da Schönes? Hat aber auch tolle Wünsche, ne? Mhm. Und großartige Sachen. Ja, aber wir kaufen die, guck mal hier. Ich werde nie zu was kommen, wenn ich mir so viel verschenke. Wir machen immer das Let's Play Together von Miris Account, damit sie die ganzen Geschenke machen muss. Ja. Ne? Das ist alles damit Methode. Du schön sparst. Ich kann gut sparen. Da kann ich immer so sagen, ich bin so sparsam, ich gebe so wenig Geld aus. Na gut, egal. So. Aber ich schenke gerne mein Geld für meine Fans. Genau, siehst du mal. So, dann schreiben wir mal in ihr Gästebuch. Jenjurella hat sich einen Gästebucheintrag gewünscht, oder? Ja, vielen Dank für die Fanpost. Wir lieben dich. Alles Gute, Miri und Fred. Irgendwas in der Richtung, da wird sich bestimmt immer freuen. Fanpost. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Liebgrüße. Genau. Also mit Hashtag darf man nicht. Letztens wurde mein Hashtag gehashtagt. Hashtag, also zensiert, Ja, da habe ich so gemacht, Hashtag. Und dann wurde alles, Hashtag. Ja, Miri ist so im Instagram drin. Ja, deswegen so macht Hashtag. Sie, ja, bist so gehashtagt, deswegen. Wie heißt nochmal? Ja, so. Ich bin Fred, ja. Einfach Fred, sehr gut. Gut, da ist er. Da hast du dein Gästebucheintrag, den du dir gewünscht hast. So, ein Wunschlistengeschenk wünscht sich auch Selina 123 Lina. Ja, ich habe sie schon gefunden, Level 11 ist sie. Dann machen wir das mal. Kein VIP. Kein VIP und so, Wunschlistengeschenk. Oh, ja, wollt ihr schon einen Look machen? Ja, beinahe, ganz knapp. Tja, hat sie eine zweite Seite? Oder? Oder dieses Kleid, das hatte ich doch auch an, das war mein Valentinslook. Stimmt. Ach komm. Machen wir das, okay. Guck mal, kann ich dir sogar meins geben. Hast du jetzt seins geschenkt? Gespart, ja. Ah, siehst du mal, sehr gut, weiterverwertet, second hand. Ja, ist eine gute Idee, ja. Ja, wir haben überhaupt gar nicht so viele Anfragen daraus bekommen. Was hältst du davon, dass wir gleich mal in die Nachrichten gucken? Das können wir natürlich auch machen. Das wäre auch mal wieder interessant. Ups, was genau. Hab ich denn jetzt hier gemacht? Da sind auch ganz viele Leute traurig, dass wir so wenig in die Nachrichten gucken. Aber ich müsste ja auch sehen, wir haben ja so viele Kommentare, die wir immer lesen müssen. Wir haben auch andere Sachen zu tun, ne? Ja, genau. Wir können natürlich die ganze Zeit nur chatten mit euch, obwohl wir es natürlich gerne machen würden. Deswegen können wir schauen, was hier in den Nachrichten so steht. Miri, darf ich ein Fedi bitte? Nein. Den wollen sie alle haben, Miri, ne? Kannst du mir FA schicken und zwei Spezies geben? FA kannst du auch nicht mehr schicken. Ne? Nein. Das ist auch nicht mehr. Hey Fett Miri, ich bin ein Fan von dir und zwar, ich wünsche so sehr, dass du mir Panda-Haare schickst. Das sind schwarze Haare mit zwei Zöpfen. Ich habe dir einen Look gemacht und bitte schreib zurück. Ich bin dein Fan. Und ich habe dir Up-Down-Haare geschenkt. Bitte sehr. Bitte on. Was? Ich habe dir in den Kommentar geschrieben, ich heiße Sarah Meuling. Ja. Gehen wir mal weiter. War das sie nicht eben? Ja, das war die eben, genau. So, weiter geht's. Miri, nimm bitte die Anfrage an. Das kannst du wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe mein Autogramm gegeben. Danke für dein Autogramm. Ich glaube, ich habe Fit geschrieben. Das mache ich auch häufig. Das ist eher mit dem T. Ja, ich habe nicht so große Finger. Ja, aber irgendwie fast auch nicht. Die gehen nicht so weit auseinander. Ja. Danke für dein Autogramm. So. Anna, kannst du mir was aus meiner Wunschliste schenken? Ja, das können wir doch jetzt machen, oder? Ja, ups. Genau. Mal schauen. Endlich mal einen Wunsch, den wir erfüllen können. Genau, jetzt sogar hier im Let's Play live für euch. So. Okay, was wollen wir schenken? Die Kreolen für 350? Ja. Warum nicht? Ich hätte jetzt wieder das teuerste geschenkt, das hier. Hättest du? Ja. Aber das habe ich schon so oft... Mache ich aber nicht. Gesehen und irgendwie sowas. Genau, machen wir was anderes. Ja. So, ja, viel Spaß mit deinem Wunschlistengeschenk. Anna 2448. hey Miri, ich schaue gerne deine Videos und finde, du bist nett mit deinen Fans. Ja. Natürlich sind wir nett. Ja. Vielen Pfeil, ne? Sag mal. Vielen Dank, das ist lieb. Wir haben eine neue Tastatur, müsst ihr wissen, ne? Deswegen vertippt sich Miri so häufig. Hey, dein Video ist cool. Danke. Sehr cool. Weiter geht's. Hier. Oh, eine Bio anschauen. Hallo. Das können wir doch mal machen. Okay, ja, Bio. Gucken wir mal in die Bio. Finde ich übrigens immer sehr, sehr interessant, die Biografien. Ja. Also ihr könnt auch gerne öfter mal fragen, ob wir in eure Bio reinschauen. Sehr cool. Was magst du denn? Was Hunde. Was ist denn WMDS?
Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe nicht mal eine Idee. Hast du eine Idee? Wer mich disst? Sackt. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Also ich mag Hunde, hat sie geschrieben, genau. Ja, ich mag Essen. Das ist auch gut. Ja, wer mag das nicht? Ja, ich liebe meine Familie. Auch und schön. An alle? Da Hashtag, steht irgendwas Böses Hashtag, wahrscheinlich. Hashtag, legt euch nicht mit mir an. Vielleicht Hater oder ja, so. Ja, genau. Ah. Ich frage mich, wieso die Leute immer in den Chatraum... Wer will mich sagen? Wer will mich? Oh Gott. Ach, wer will mich sagen? Was? Verstehst du? Das ist immer ein bisschen schwierig zu lesen, wenn die Satzzeichen fehlen. Also wer will mich steht in Anführungsstrichen, oder? Also die sagen, wer will mich? Wer will mich? Hört sich irgendwie so ein bisschen billig an. Ja, also mit solchen Leuten bitte nicht antworten. Ja? Besser ist das. So, was steht denn da? Hallo Leute, bitte, wenn ihr so nett sein würdet, ich will so gerne Level Up, wenn ihr Spezi gibt, gebe ich auch AG, wäre voll lieb und wenn ihr mir immer hilft, dann bekommt ihr 2 Spezies und ich suche einen Fedi, wenn jemand hat, ich suche ein schwarzes, ein pinkes und ein weißes, wäre voll lieb von euch, eure Katrina 1135. Ja, und apropos, Grüße von kriegen wir gerade von Elisa. Sieht aus wie so eine Eisprinzessin irgendwie, ne? Oder total. Apropos Eisprinzessin, ich habe auch noch einen Kommentar, den wollte ich auch noch mal unterbringen in unserem Let's Play Together, von einer, die tatsächlich Eiskönigin Elsa Unverfroren heißt. Ja, ich glaube, die hast du sogar auch schon mal dran genommen. Hast du? Ja. Ach komm, also sehr schöne Bio war das, fand ich. Ja. Und dann gebt doch mal ein, Eiskönigin. Oh Gott. Elsa. Ja, wird ja schon und dann Unverfroren danach. Genau, da gibt es wahrscheinlich mehrere, die das haben. Ich bin ja verfroren. Ja, da, sie hat sich einen Look gewünscht. Look. Und da wir heute noch keinen Look gemacht haben, wird das doch ganz passen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir das. Ich schaffe einen neuen Look. Vielleicht können wir sogar auch einen Prinzessin-Look für sie machen. Mal schauen, was sie für Klamotten hat. Schwarz-Weiß mag sie scheinbar auch, so wie wir. Ja, das ist schon mal sehr passend. Das haben wir eben so oft gesagt, dass wir auch ganz viele Lumbands schwarz-weiß bekommen haben. Finde ich ganz gut. Ja, also ich da auch. Haben wir unseren Geschmack getroffen dann. Ja? Also. Sehr gut. Ja. Geiler Style. So ein Iro-Hahnkamm. Ein bisschen blond nehmen. Oh, das war schön, die Haare. Die finde ich schön. So zopfgebunden. So. Ein Kleid. Oben links ist ein Kleid. Aber in rosa? Ja, das ist bisher das... Hat sie noch eins? Hier. Unten rechts ist noch ein Kleid. Da sieht auch sehr eismäßig aus. Sieht aus wie so eine Leiche in Weiß. Unten links auch ein Kleid. Ah ja, das ist schon eher was. Das ist schon das Beste bisher, ne? Mal noch weiter gucken. Ja, das war es dann auch. Das ist wahrscheinlich das Beste. Dann müssen wir das, glaube ich, auch nehmen, oder? Ja, ich würde sagen, mal gucken, ob sie schöne Prinzessin-Schnur hat. Ja, die dazu. Perfekte. Die passen natürlich echt sehr, sehr gut. Oh, was ist das denn? Stiefel oder? Ja, ich glaube schon. Ne? Oder weiß. Wollen wir weiß nehmen? Ja? Oh, guck mal, nochmal Grüße von der ihr. Anderen Eisprinzessin Lisa hier. Ne? Ja. Sehr, sehr cool. Das geht ja ab, da bin ich bald Level 23. Guck mal. Ja, nice, ja. Du musst einfach nur online bleiben und warten, bis die Spezies einkommen. Ja. Das machst du wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Ne? Klar, natürlich. Was soll ich auch sonst machen? Genau, ja. Sehr cool. Ja, eine Krone, oder? Was meinst du? Ja, für unsere Frozen-Königin hier wäre eigentlich eine Krone... War da eben eine sogar, ne? Ich habe keine. Oder? Oh, ja. Oh, die ist doch die toll, ist toll, oder? Wie glitzert. Oh, guck das mal. Ja, ist ja Wahnsinn. Perfekt. Das ist perfekt. Fertig? Ja. Ah, nee, warte, hier noch die Kette, komm. Sehr schön. Okay. Also, unsere Eiskönigin, unsere... Frozen Elsa Queen. Look, ne? Elsa Look. Na gut, machen wir das so. Sehr, sehr schön. Das ist doch eine gute Sache. Ja, Eiskönigin Frozen bin ich auch ein ganz großer Fan. Und passenderweise hat Anna, unsere Boogie-Praktikantin, die Woche da war, die ja auch ein Let's Play mit dir gemacht hat, hat ein Quiz. Echt? Weiß ich gar nicht. Ja, doch. Hat ein Spiel über die Eiskönigin gemacht. Echt? Gibt es jetzt auf Fett spielen? Das müssen wir unbedingt zeigen. Dann gehe ich mal da drauf. Geh mal rauf. Boah. Da ist es nämlich. Die Eiskönigin. Völlig unverfroren. Ein weiteres Wissensquiz. Und wir, ja gut, die erste Frage kann, glaube ich, jeder beantworten. Wie ne? heißt die Eiskönigin? Ganz klar, Elke. Ja, Elke. oh Mist. Falsch. Warum war das denn so? Wie heißt ihre Schwester? Aber die heißt Alina, oder? Die heißt bestimmt ja, Alina. Heißt Alina. Oh nein, oh, nein. Wir wissen so ja schlecht. Gar nichts. Also ich glaube, da, was geschah mit ihren Eltern? Die sind verirrt oder in einem großen Labyrinth. Nein, ich glaube, die sind umgezogen. Umgezogen? Umgezogen ach ja, in eine andere stimmt, Stadt. Nach Offenbach. Ja. Ja. Das testen wir nochmal? Na, also ich glaube, wir brauchen die Hilfe von unserer Community, oder? Ja, ich glaube auch. Ihr müsst das mal machen, ihr müsst das mal ausprobieren. Ja, probiert das aus und schreibt die richtigen Antworten am besten noch auf für uns. Damit wir das
Genau, schreibt sie uns als Nachricht, ja, nicht für alle, die müssen das ja alle noch herausfinden. Ja, also wir wissen nicht weiter, ja? Wir brauchen die Hilfe der Community, spielt die Eiskönigin Quiz auf fettspielen.de und zeigt, dass ihr alle 10 Fragen richtig beantworten könnt. Ja. Alles klar. Dann mit dem dritten Spezi von der Eiskönigin. Liebe Grüße. Was geht denn da? Ich weiß auch nicht, du bist hier. Wie heißt sie? Komm, wir besuchen sie jetzt. Elisa, das musst du eigentlich noch machen, oder? Also, ja, also sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Richtig. Elisa ZZ. Genau. Da ist sie. Level 22 auch schon, ne? Also die hat, du kannst sie auch im Gästebuch, wir können dir mal schreiben, dass, für uns, ja, dass du dich so sehr darüber freust, jetzt hat Spezies hier zu bekommen. Das wäre was. Vielen Dank. Für all die Spezies hier. Die Spezies. So schreiben die immer, ne? Ja, ich glaube schon. Liebe Grüße. Sehr cool. Und noch ein Smiley dahinter. Genau. Hier so ein Engel. Zack. Super. Da ist er. Okay, dann würde ich sagen, ihr spielt das Spiel, wir verabschieden für uns zwar heute und sehen uns das nächste Mal wieder. Ja. Tschüss. Bye.